Jesse Zgrag im Göpp ausgeschieden, jetzt gegen Bern im Penaltyschießen. Das ist eine bittere Niederlage heute, oder? Ja, ich denke, am Anfang haben wir uns ein Loch gemacht und dann haben wir gut zurückgeschafft am Schluss, aber jetzt ist es nicht gelangt am Ende. An was ist es gelegen heute? Weiß ich nicht. Im Zweiten, sie haben ihr System können spielen und wir haben uns nicht gut hinbringen und das ist es gerade gewesen. Wie entscheidend sind die Strafen heute Abend? Kann ich nicht viel sagen. Ich meine, sie sehen, was sie sehen und das ist so. Und es ist gleich, wenn es dir nicht gefällt oder wenn es gut läuft für dich. Es musst einfach gut durchkämpfen. Jetzt diese Woche habt ihr zweimal gegen Bern gespielt. Wie vergleichst du die zwei Spiele? Sind beide ziemlich intensiv gewesen? Ja, sicher. Wir haben gute Leistung gezeigt. Aber heute habe ich gesagt, am Anfang sind wir nicht so gut gewesen, aber am Schluss sind wir wieder zurückgekommen. Und im ersten Spiel sind wir den ganzen Match sind wir gerade drin gewesen. Und ich denke, wenn wir so gegen jede Mannschaft spielen können, dann wird es gut für uns. Was auffallend ist, ihr kassiert recht wenig Goalie in letzter Zeit. Ja, gut, unsere Goalies sind auch recht gut. Jetzt gerade der Benji ist letzte paar Wochen aus in der Goal gewesen und heute der Deklu ist auch richtig stark gewesen und eben wenn Goalies immer gut spielen, hilft es immer. Jetzt die nächste Mannschaft und das Spiel, das ist wieder eine Berner Mannschaft, Langnau. Was erwartest du für ein Spiel auswärts? Es gibt sicher ein Herzspiel. Ich meine, das Langnau ist nicht einfach zum Spielen und sie sind auch um den Punkt zum Kämpfen oder Linie um. Und, ja, wir erwarten sicher nicht einfaches. Was müsst ihr konkret anders machen als heute, außer ein bisschen besser anfangen? Ja, ich denke, das ist es. Wenn wir unser Spiel für 60 Minuten spielen können, dann sind wir gut drin.